Daher passierte das, was letzte Woche in mehreren Moscheen passierte, unter anderem auch hier, aber auch in der Moschee Abu Bakr, in der Moschee Hassan, Tariq, Uthman Moschee, Rüsselsheim, in vielen Moscheen, kamen eine Gruppe von Leuten und sie haben abgekarrt, dass sie nach dem Gebet anfangen zu schreien in den Moscheen. Es würde nicht ausreichen, nur Mitgebete aufzusagen. Wenn man dies hört, denkt man, dieser Mann ist heute Abend noch in Reise. Er wird sich sofort auf den Weg machen zu seinen Geschwistern, um sie zu retten. Aber er sitzt vor dem Fernseher danach, nachdem er geschrien hat in der Moschee. Und der Grund dafür ist, dass diese Menschen eine Sekte sind. Und zwar die Sekte Hizb ut-Tahrir. Die ist zwar in Deutschland verboten, aber man kann ja auch andere Mäntel sich anziehen. Also haben sie sich Realität Islam genannt oder Generation Islam oder Botschaft Islam. Die Liste ist lang. Am Ende ist alles das eine Hizb ut-Tahrir. So haben sie den Plan gemacht, und zwar in den Moscheen hinzugehen und zu schreien: Wir müssen was tun, Herr. Wir müssen was tun. Was denn, bitte schön? Sag uns, was wir tun sollen. Wir sind bereit. Geht auf die Straße und schreit. Das ist deren Lösung. Kreischen so laut ihr könnt. Wie viele Tropfen Blut wurden verhindert durch dein Kreischen auf der Straße? Wie viele Bomben weniger sind auf unsere Geschwister gefallen durch dein Kreischen auf der Straße? Und da gibt es auch tatsächlich Leute, die sagen, doch, doch, es hat sich was geändert. Und schade, ja, bitteschön, herrlich. Wir wollen endlich auch mal eine gute Nachricht hören. Was hat sich geändert? In den Talkshows wird besser geredet. Allahumma barik. Herrlich, herrlich. Sind weniger Kinder gestorben? Nein, nein, aber in den Talkshows redet man besser. Wie naiv muss man sein? Wie naiv muss man sein, dass man nicht dieses Theaterstück durchschaut, reden, schreie, sage, was du willst, schreib Bücher und wir bringen euch trotzdem um. Dass du das nicht verstehen willst. Diese Sekte, liebe Geschwister, vielleicht kennen die einen oder anderen diese Sekte nicht, redet von morgens bis abends 24 Stunden über das Kalifat. Es gibt kein anderes Thema. Bring den Leuten doch bei, wie sie Zakat entrichten, nichts da, Kalif muss her. Sagt den Leuten, wie sie fasten, nichts da, Kalif muss her. Sagt den Leuten, dass sie die Namen Allahs lernen, nichts da, Kalif muss her. Und wenn sie einmal im Jahr mal was machen, dann nur um ein bisschen Make-up, damit man nichts erkennt. Nun, diese Menschen, die das Kalifat einführen wollen, diese Sekte, als Khomeini die Macht an sich gerissen hat im Iran, ist eine Delegation von Hizb ut-Tahrir zu ihm hin, um ihn zur Sünde aufzurufen, um ihm zu sagen, hör zu, Taqillah, fürchte Allah, es geht so nicht, wie der Koran ist gefälscht. Der Khomeini sagt und schreibt in seinen Büchern, der Koran ist gefälscht. Haben sie ihm gesagt, hör mal zu, sag nicht mehr, Aisha ist fremdgegangen, das ist unsere Mutter, du beleidigst unsere Mutter. Nein! Sie sind zu ihm hin und haben gesagt, wir werden dich zum Kalifen ernennen. Wir werden den Treueeid dir geben. Das sind Leute, die wollen, dass Allah unsere Geschwister unterstützt. Ist das das Ziel? Das zeigt, die Aqidah spielt bei denen überhaupt keine Rolle. Schiiten, nicht Schiiten, Hauptsache Kalif, Junge, Hauptsache wir haben einen Kalifen. Was er glaubt, ist egal. Und noch schlimmer, oder auch schlimm, Aqida ist natürlich das Allerwichtigste, aber eines der schlimmsten Sachen sind ihre Fatwa. Dazu gehört zum Beispiel, und entschuldigt, dass sie sagen, es sei erlaubt, dass ein Mann Bilder und Videos von nackten Frauen sich anschaut. Weil das ja nicht echt, das ist ja nur ein Bild. Das ist ja nur ein Video. Die Frau ist ja nicht live vor dir mit Haut und Blut. Was ist das? Sind das jene, durch die Allah diese Umma nach vorne bringt? Jetzt kommen sie natürlich und sagen, stopp, Sekunde, das war eine alte Fatwa. Herrlich, und jetzt? Also
so habt ihr sie gesagt oder nicht? Wie kann ein Mensch mit Verstand, nicht mal ein Muslim, selbst ein Nicht-Muslim, selbst ein Nicht-Muslim würde, und wenn er drei Maß Bier getrunken hätte, nicht auf diese Fetwa kommen? Wie kann ein Muslim auf sowas kommen überhaupt? Das sind Leute, die uns erklären wollen, was wir zu sagen haben, was wir nicht zu sagen haben. Nein, rede nicht über Scherben. Die ganze Khutbah über Koran. Wie ändert Allah diese Umme? Hat Allah gesagt, Allah wird nichts an dieser Umme ändern, bis ihr auf der Straße kreist oder bis ihr euch selbst ändert? Und da kamen sie also in diesen Moscheen und haben gekrichen, ohne eine Genehmigung zu haben, ohne um Erlaubnis zu bitten. Wir sind nicht im Urwald. Das ist eine Moschee. Al-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, keiner darf vorbeten, wenn es einen Imam gibt, einen regelmäßigen Imam gibt. Du kannst nicht einfach nach vorne, aber ich kann auch lesen, ich will jetzt vorbeten, geht nicht. Wenn es in einer Moschee einen Imam gibt, einen regelmäßigen Imam, dann musst du ihm um Erlaubnis bitten. Das bei den Pflichtgebeten, was eine Pflicht ist. Die Ulama gehen sogar so weit, dass sie gesagt haben, wenn eine Gruppe zu spät gekommen ist, die Menschen sind in der Moschee schon fertig mit dem Gebet, und die Gruppe kommt zu spät, dann dürfen sie nicht als Gemeinschaft beten. Es dürfen nicht zwei Gemeinschaften in einer derselben Moschee stattfinden. Dann kommen doch Leute und sagen, doch, lass ihn reden, er redet doch gut. Ja, okay, dann bitteschön, alle Schiiten, wollt ihr auch mal einen Vortrag halten? Alle Ahmadiyya, wie wär's, bitte auch mal was sagen? Ja, jeder, der nichts zu sagen hat, bitteschön, kann hier was sagen. Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn drei Personen reisen, drei und nicht tausend, wenn drei Personen reisen, so muss einer der Vorsitzende sein. Die Religion des Islams ist eine Religion der Ordnung und nicht des Chaos. Und wie ist es dann bei tausend Menschen? Da kann keiner kommen und sagen, das ist aber das Haus Allahs. Ja, herrlich, wissen wir das nicht. Und im Hause Allahs darf jetzt jeder machen, was er will. Oder gibt im Hause Allahs Ordnung, so wie es Rasul alayhi salatu wassalam uns gesagt hat. Und daher eine klare Ansage. Hier wird nicht geduldet, dass irgendjemand eine Rede hält, ohne vorher die Erlaubnis bekommen zu haben. Das alles nochmal zum Mitschreiben, dass es auch jeder kapiert. Wenn irgendjemand es sich zu seinem Hobby machen möchte, hierher zu kommen, um irgendeine Rede zu halten, das wird nicht geduldet und das wird unterbunden. Sondern diese Moschee ist eine Moschee der Sunnah, eine Moschee des Tawhid, eine Moschee der reinen Aqidah, eine Moschee, in der zu Allah aufgerufen wird. Wallillahi alhamd. Wir haben zu Beginn etliche Predigten gehalten, um dieses Theaterstück von Freiheit aufzudecken. Die angebliche Freiheit, die für Katzen und Hunde gilt, aber nicht für Muslime. Das haben wir in mehreren Futter erwähnt. Da kann kein dahergelaufener herkommen und uns Lehren geben. Und daher noch einmal in deutlichster Art und Weise, hier wird nicht geduldet, besonders wenn das Sektenanhänger sind, dass sie ihre Gifte hier verbreiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den reinen Glauben schenken.